So, du Elektrokuschner oder wie du heißt, Kattner oder wie du heißt, mir ist scheißegal. Du wirst jetzt einen in die Fresse kriegen. Wenn du nicht kommst, komm ich. Hast du Angst oder was? Na komm her, guck mal, der hat Angst. Oh, der Kleine hat Angst. Na, warte. Er will mir zeigen, wo der Pinguin ist. Na gut, ihr lausigen Mann. Verdient euch euer Abendessen. Was für eine Riesenflasche. Besiege den Wie geil war das denn? Ein einzelner Tritt von Batman und der konnte ja nichts mehr. Hast du mich gerade getreten? Das wollte ich nicht sehen. Ach man, jetzt dachte ich. Hallo? Jetzt dachte ich. Oh, der. Ja, hallo? Du haust mich. Wieso krieg ich gerade so viel Schaden? Doppel. Alter! Ist okay, Freunde. Wenn ihr so wollt, mache ich eine Kombi hier wieder nach dem anderen im nächsten Gegner. Na, sowas will ich doch gerne hier sehen. Na, 26er, 27, 28, 30, 31. Perfekt. Noch eine, komm, ich will noch eine haben. Fertig? Nö, du noch. Aber eigentlich könnte ich mir noch was. Moment. Halt. Bevor es weitergeht, holen wir uns noch kurz was. Und zwar die Körperpanzerung. Immer sehr wichtig. Und du willst reden? Komm hier, mein Kleiner. Ach, da lebt ja noch einer. Mann! Du red doch nächstes Mal mit mir, Kleiner. Was hast du zu sagen? Wo ist Cobblepot? Von mir hörst du nichts. Ein wenig mehr Druck und ich zerquetsch dir den Kehlkopf. Also. Na gut, na gut. Er ist in seinem Büro. Da kommt man nur übers Theater rein. Auf der anderen Seite des Casinos. Aber an Tracy kommst du nicht vorbei. Tracy ist kein Problem. Oh, Kopfnuss. Bing! Oh. Eindeutig besser als das letzte Verhör. Ja, das sowieso. Komme ich hier raus? Ja, da komme ich raus später, aber der Weg nicht lang. Na doch, natürlich müsste lang. Geht's ja weiter. Ich müsste dann die andere Seite raus. Charakterprofil freigeschaltet. Tracy. Gucken wir mal, was ist das für eine Olle? Tracy Buxton. Pinguins Assistentin. Gotham City. Braun. Ja, ja. Ist okay, gerissen und zäh, hat eine mittlere Führungsposition inne. Tracy hat sich ihre Stellung im Pinguin-Organisation durch ihre knallharte, nüchterne Einstellung erarbeitet. Wer es glaubt, wird selig. Der Pinguin nutzt sie, um seine Männer bei der Stange zu halten. Aha. Es ist nicht ganz klar, warum sich Tracy mit Cobblepot eingelassen hat. Vermutlich haben die beiden sich kennengelernt, als er im Ausland lebte. Es kann sogar sein, dass er sich als potenzieller Nachfolger. Achso. Okay. Gut. Unwichtig. Auf Deutsch sagt einfach irgendeine Frau, die Cobblepot kennengelernt hat und einfach jetzt nur zum. Ich sag mal so, zum Vögeln benutzt. So. Zugangskorridor zum Deck. Haben wir hier unten irgendwas? Nö. Jetzt auch nicht weiter, ist auch alle zu. Also runter ab in den Keller. Keller! Kennt das jemand? In den Keller! Und runter. Und wieder auf. Euch einfach mal in die Fresse holen, würde ich jetzt mal sagen. Und. Ein weiteres belastendes Material. Wenn ich jetzt noch. Ich habe ja gesagt, wir suchen das eigentlich irgendwann alles offscreen, aber. Nicht offscreen, mich bescheuert. Zum Schluss. Aber wenn ich jetzt irgendwie in einen Raum rein bin, wo ich weiß, wo die sind, dann sammle ich die schon ein. Also, ich
kann mir die ja merken. Die wird ja auch gut angezeigt, wo das alles ist. Also nachher, später dann werden wir die alle in so einem riesen Mitschnitt dann einfach mal suchen, wisst ihr ja. So, wollen wir mal hier hoch. Wer hat den alten Seelenverkäufer nicht vermisst? Wie wird er das neue Wunde? Die Tür ist leider zu. Und hoch. Die Tür ist auch zu, da können wir auch nicht weiter. Aber da können wir. Ui, knapp. So, mit diesen. Ach so, ja, hier, ja. Oh, warte mal. Ach Gott, ja, stimmt. Wir kriegen doch irgendwann diese Zugangsdaten. Und dann, die habe ich dann vergessen im Originalspiel. Dann weiß ich, wo ich die herkriege. Und ob. Och. Sammeln wir später ein. Hier hoch und nochmal ein. Ich glaube, das ist jetzt nämlich das erste Mal, dass ich euch eine Vorsprung-Ausschaltungsmethode zeige. Zack. Wupp. Und runter mit dir. Down. Ja, ich bin auch auf dem Schiff, aber ich bringe allen dann ganz die ganze Zeit die Leute platt. Warte mal. Ah, schade, ich habe den dreifachen Dings noch nicht. Toll. Irgendwann haben wir die Möglichkeit, so ein dreifach Battering zu bekommen. Die sind cool. Die kennt man euch auch aus dem ersten Teil. Da können wir so drei Dinger gleichzeitig werfen. Und oh, schön an der Seite. Herrlich. Mann, hab ich ihn aufgewacht. Hat sich aus dem Knauf gemacht. Ich hätte ihn fesseln und die Polizei rufen sollen. Alfred, ich bin mit einem der Killer zusammengestoßen. Lester Buczynski. Der Elektrocutioner. Geht's Ihnen gut? Ja, aber er konnte entkommen. Seine Handschuhe senden einen starken elektromagnetischen Impuls aus. Wenn du das Signal isolierst, kann ich ihn aufspüren. Ich mache mich an die Arbeit. Was werden Sie nun tun? Ich bin auf dem Weg zum Casino der Final Offer. Pinguins Assistentin wird mich zu ihrem Boss bringen müssen. Ja, ja. Boah, wenn wir diesen komischen Elektrogener nächstes Mal finden, ja, dann werden wir den genauso platt machen wie gerade eben. Das ist eine Lusche gewesen, ganz ehrlich. Der hat nichts auf dem Kasten gehabt. Sagt, ey Batman, ich bin voll stark. Was bist du? Ich bin noch stärker. Ich kann dir einfach in die Fresse hauen und bist du tot. Ah, scheiß angefangen. Und da. Müssen Schub geben. Und die Kehrtwendung. Ihr müsst mal so. Oh, scheiße jetzt. Ein zu früh. Ihr müsst mal so ein bisschen auf die Musik im Hintergrund achten. Bin mal kurz ein bisschen leise. Und erstmal Jingle. War das Jingle Bells? Take the horse and oh nee, take the horse and horse of holy. Tralalalalalala. Zum Glück haben wir noch nicht Weihnachten. Erhöhter Battering-Schaden. Ja, das ist immer wichtig. Finde ich cool, dass sie so hier so eine kleine Weihnachtsstimmung eingebaut haben. So, gehen wir rein und machen den Pinguin erstmal platt. Ah ne, wir treffen erstmal Tracy. Die ist ja hier gleich in der Nähe irgendwo. Wo? So. Ach ja. Hm? Weiß jetzt, wo ich bin. Happy New Year's! Bierpullen. Das Casino. Pinguins Assistentin muss hier sein. Sie wird mir sagen, wo ich Cobblepots Büro finde.
Aber bevor wir mit Daumisse. Diese Daumisse. Ah, schade, wurde schon gesehen. Ich finde es immer lustig, wenn man die so ja halt geräuschlos umbringt, also ausschaltet. Wir bringen sie ja nicht um. Was das? Und wieder mit dem Battering voll in die Hand, in den Arm. Ah, das mit diesem Messer, das krieg ich nie hin. Messer haben sie ja... Alter! Da wieder irgendjemand... Oh, ich sehe gerade überhaupt nichts. Ich sehe nur irgendwelche aufblinkenden Dinger hier. Oh, du noch, du auch noch, du noch und du, du, du. Du, Alter, haust du mich, hau ich dich. Kennst doch die Regel. Nicht das Ding, das wollen. Damit wollen wir nicht spielen. Oh, du, du. Ach komm, machen wir das einfach. Bams. Down. Okay, Tracy, ich komme. Eintritt erhält man über das Sicherheitsbüro. Muss ich jetzt schon da lang? Ne, ich muss da hoch. Jetzt könnte ich eigentlich wieder zurückgehen und mir noch das Ding holen. Also das Enigma-Ding, aber wie gesagt, das machen wir alles nachher. Dass sie ganz und gar nichts dagegen macht. Einfach so, ja? Ja, einfach so. Sie verdient einfach nicht genug, um mir was zu sagen zu haben. Richtig so. Man darf sie bloß nie die Oberhand gewinnen lassen. Hat mein Dad auch immer gesagt. Hat natürlich dann einer von Mom geknallt gekriegt. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt nicht gelesen, was die gerade gequatscht haben. Irgendwas haben sie gerade wieder gequatscht. Und Typen in die Fresse hauen. Ich freue mich. Hab's doch gesagt. Kein Grund zur Sorge. Hat wahrscheinlich Schiss gekriegt. Genau. Schon bin ich mit Messer. So, damit die anderen mich nicht auch noch schneiden. Warum müssen die immer Knarren mit haben? Ist doch scheiße. Wann kommst du her? Und BÄM! Er wollte gerade aufstehen. Habt ihr sie gesehen? Steht gerade so auf. Was ist das? Schön in die Fresse hauen. Oh, das. Das mag ich am Ende. Keine Ahnung. Erledige das einfach schon. Er ruft schon wieder nach mir. Oh, jetzt stecke ich in der Scheiße. Handy! Oh. Ohrfeige verdient. Ich hoffe, du greifst da nach deinem Lipgloss. Na, na, Mädchen. Das hört und garantiert stinksauer sein. Komm schon, genug ist genug. Mach auf und lass mich raus. Damit du mir da eine reinhauen kannst? Nö. Ich wusste doch, du bist ein echter Schlappschwanz. Komm schon, lass mich raus! Das ist nicht witzig! Hast du mich gerade Schlafschranz genannt? Pass auf, was du sagst, meine Kleine. Hey, das kannst du nicht machen! Das Sicherheitssystem steuert die Türen zum Theater und zu Pinguins Büro. So, Deal. Machen. War ja klar. Und das hörst du dir garantiert stinksauer sein! Ach, Mädchen.
Kannst du mich nicht mal langsam in Ruhe lassen? So. Müsste jetzt eigentlich voll tot sein. So, noch ein paar Typen platt machen, die jetzt mich hier aus dieser Tür rauskommen. Balms. Hallo Schönchen. Du weißt, dass du hier nicht willkommen bist. Und weißt du, was wir mit ungebetenen Gästen machen? Das wirst du in Kürze rausfinden. Ich mach ihnen Kopfkürze. Und läuft voll gegen eine Wand. Nein, nein, nein. Oh. Ja, diese Vollstrecker hier sind so ähnlich fast aufgebaut wie Killer Croc. Also, haben ziemlich viel auf dem Kasten, aber trotzdem sind sie jetzt schon tot. Halten extrem viel aus halt und, also jedenfalls nicht schwer. So, 4 Minuten haben wir noch. Haben also noch ein bisschen Zeit. Pirates of Penates. Da geht's zum Casino, zur Bar und zum Dings. Und hier geht's zum Theater. Hier mal rein. Ach ja. Selig sind die, die da Leid haben. Wer trägt ein Kleid? Leid ist aus der Bibel. Gelesen. Nein, nein! Komm hier mal nach! So, dann wollen wir die Typen auch noch schnell platt machen hier. Und da. Oh, Alter, scheint die Geisel zu sein. Und der auch noch. Juhu! Und schnell wieder zurück. Er hat mich natürlich gesehen. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Gesehen worden. Sind nur zwei? Sind nur zwei. Wenn der andere runtergeht. Hä? Nee, Batman, das machst du bitte nicht. Sind es noch okay? Da muss ich aufpassen. Gut, dann werden wir die beiden noch. Ich weiß nicht, ob du jemals wieder laufen kannst. Da ist er! Überspringen! Halt! Ach, warte mal, eine Sache muss ich machen. Hätte ich nicht gerade. Alter, ich kau ihm doch sein. Oh nein! Oh, ich habe ihm doch seine Knarren geklaut. Was soll das denn? Ich hatte denen ihre Knarren geklaut. Jungs, schafft ihn hier raus. Und knallt nicht in die Ware. Die ist viel wert. Das ist das erste Mal, das allererste Mal, dass ich jetzt in einem im Story-Modus gerade krepiert bin. Das ist das erste Mal. Und das passiert mir bei wem? War ja klar, beim Joker. Ach, Idiot. Beim Pinguin. Und das kurz vor Ende. Mann. Ach. Oh, wo ist noch keiner? Da oben ist einer. Den greife ich nicht an. Ich werde den da unten angreifen. Wenn der anders fliegt. Huiuiui. Nein! Oh, komm schon! Wie konnte der mich jetzt gerade sehen? Was machst du, Batman? Du musst da oben hin, bitte. So, dem würde ich jetzt gerne. Der ist jetzt ganz allein oben. Der wird jetzt ausgeschaltet. Wer du. Dreh dich nicht um. Sondern stirb einen qualvollen Tod.
Alter, Batman, los, ran da jetzt, ran an den Speck. Und du, bam. Natürlich ist hier noch einer. So. Du, Ruhe. Okay. Okay, Leute, ich muss den Part beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal wird alles wieder besser laufen. Also dann, macht's gut. Tschüss. Bis denn.